herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs im Multiplayer auf Simulation 1. Und ja, wir fahren heute von Hamburg nach Winzen. Wir haben heute 3 Tonnen geladen und zwar Altkunststoff. Und ja, wir haben heute 91 Kilometer, also relativ wenig. Und ja, heute ist schon wieder Samstag. Deswegen euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, für einige ist ja der Dienstag ein Feiertag. Eventuell haben dann einige den Montag als Brückentag frei. Also Feiertag ist am Dienstag in Bayern und ich weiß nicht, in ein paar Bundesländern noch, aber alle Bundesländer haben keinen Feiertag. Und ja, genau. Und ja, ich habe am Montag auch einen Brückentag und am Dienstag auch einen Feiertag. Eben. Genau, was hupen denn hier alle? Genau, wir sind in Hamburg unterwegs. Wir fahren gerade wieder vom Hafen raus. Einiges los auf jeden Fall. Und ja, was soll man sagen? Einiges los halt. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, wie gesagt, wir haben heute nicht ganz so viele Kilometer zu fahren. Eigentlich relativ wenig. Deswegen können wir schön entspannt fahren. Es ist leider wieder Nacht. Ich kann leider auch nichts dafür. Aber naja, es sind aktuell jetzt 38 Leute, 39 in der Umgebung. Also schon auf jeden Fall viel los. Und ja, es gibt weder von LS noch von ETS Neuigkeiten. Also alles beim Alten immer noch. Und ja, sonst gibt es eigentlich auch nicht viel Neues. Genau, am Dienstag war ich ja diese Woche live, nachmittags mal, für 1,5, 2 Stunden. Eine Viertelstunde waren es, glaube ich. Nee, eine Dreiviertelstunde, so glaube ich war's. Genau. Was machen die da eigentlich so? Wenn man fragen darf. Waren die nicht? Wir blinken mal, wir müssen nämlich da rechts hoch. Und ja, wegen dem Stream war auf jeden Fall mal wieder schön zu streamen. Ich persönlich finde es aber trotzdem abends besser, weil ich habe es ja nachmittags jetzt mal probiert. Ich finde es abends besser. Ihr könnt mal gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ob nachmittags oder abends der Stream. Und was machen wir jetzt auf eine? Genau. Und ansonsten werde ich jetzt auch wieder ein bisschen öfter streamen. Zwar jetzt nicht jede Woche oder so, aber ich versuche schon wieder öfters zu streamen auf jeden Fall. Und wenn die jetzt mal fahren würden, dann können wir auch weiter. Aber wir haben ja jetzt keinen Stress, wir haben ja heute bloß 91 Kilometer. Deswegen schaffen wir das locker. Also, wir sollten halt jetzt langsam schon mal fahren, aber wir haben die Zeit. Und ja, wie gesagt, von ETS und von LS gibt es nichts Neues. ETS hoffe ich jetzt mal, dass bald die Pro-Mods dann rauskommt. Und ja, noch eins, und zwar die Sim 1 Server sind Stand jetzt aktuell 4000 Leute ja können drauf. Und der Server war überlastet, oder was heißt überlastet? Ich war auf jeden Fall schon in der Warteschlange, 200 Leute vor mir. Ja, es geht noch, aber die Server sind, oder Sim 1 ist schon ziemlich gut voll. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Fahren wir oder fahren wir nicht? Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überholen können irgendwie schön oder ob die mitten im Weg stehen oder so. Jetzt fahren sie alle vor, das bringt halt auch gar nichts. Ansonsten, wenn es jetzt zu lang dauert, dann cutte ich einen Teil raus, weil, ja, wir müssen trotzdem irgendwie halbwegs, ja, eine gute Zeit, oder wir können jetzt da nicht 2 Stunden stehen, doof gesagt. Die fahren außen rum.
Kommt er vorbei? Der ist jetzt vorbeigekommen, glaube ich. Naja, wir warten noch kurz und ansonsten, jetzt fahren sie. Ansonsten würde ich einen Cut machen, aber ich glaube, jetzt fahren sie. Wäre auf jeden Fall besser, wenn sie jetzt fahren, weil sonst muss ich wieder cutten und so weiter. Ja, okay, sie sind anscheinend immer noch nicht ganz so schlau beim Fahren, weil sie wieder hupen und so weiter. Ja, das ist Hamburg. Willkommen in Hamburg. Jetzt, glaube ich, geht's voran. Dann düsen wir jetzt auch direkt mal, dass wir heute auch noch weiterkommen. Jetzt ziehen wir bitte nicht drüber. Dankeschön. Und jetzt geht's weiter. Perfekt. Haben ja, wie gesagt, heute bloß 91 Kilometer. Also schaffen wir locker in der Zeit noch. Und ja. Dann seht ihr auch mal, dass im Multiplayer doch immer ziemlich, ja, viel sein kann. Jetzt zum Beispiel wieder, der steht mitten im Weg. Den überholen wir jetzt. Was machen die da? Achso, wir müssen links rüber. Hoch. Vielleicht sollten wir uns dann auch mal links einordnen. Hinter uns ist eh keiner. So, dann fahren wir direkt mal links rüber. Dann sind wir da schon mal weg. Biege nach links ab. Und dann, glaube ich, haben wir jetzt freie Fahrt. Also, ich wollte jetzt bloß damit sagen, im Multiplayer kann alles Mögliche passieren. Jetzt zum Beispiel das gerade, dass wir einfach mal stehen. Im Singleplayer kann es natürlich nicht passieren, weil da gibt's bloß die KI und die KI fährt eben Normalfall. Nee, also die KI fährt eigentlich normal und da passiert eigentlich nichts. Bloß halt im Multiplayer kann man nie sagen, ob jetzt alles reibungslos läuft oder es sich staut oder. Ja, jetzt gerade in Hamburg ist sowieso die Hölle los hier, würde ich mal so behaupten. Ja, liegt einfach auch daran, dass Hamburg jetzt neu ist. Also, was heißt neu? Hamburg wurde überarbeitet, ja. Und deswegen ist auch aktuell in Hamburg so viel los. Und ja, alle können ja auch nicht so gut fahren. Deswegen war jetzt gerade da der Stau. Jetzt können sie aber schon wieder nicht fahren, habe ich das Gefühl. Oder ich weiß nicht, was sie machen. Wir müssen auf jeden Fall da vorne links rüber, das sehe ich ja jetzt schon eigentlich. Dann blinkt man mal jetzt schon in die wir können bloß 60 fahren, aber wir überholen trotzdem mal. Das ist da was wird. Ich hoffe, der zieht jetzt nicht rüber. Ich hoffe, der sieht mich. Weil der muss auch rüber, das weiß ich jetzt schon, dass der rüber muss. Aber ich hoffe, der sieht mich. Dann haben wir schon mal einen Platz gut gemacht. Jetzt wird es ein LKW rennen. Und dann schauen wir mal, dass wir die da auch noch überholen, weil der ruckelt auch, glaube ich, ein bisschen. Wir können eigentlich gleich links rüber. So, dann sind wir mal an denen vorbei. Ziehen wir da direkt auch rüber und überholen die jetzt mal. Weil ich glaube, die haben es nicht so ganz mit dem Fahren so wirklich. Also ich glaube, kann natürlich alles sein. So, Fernlicht mal an. Dann sehen wir auch was. Ja gut, überholen können wir den jetzt aktuell nicht, weil 80 im Speedlimit ist. Jetzt können wir es aber überholen. Jetzt überholen wir mal die ganzen LKWs hier. Dann sind die schon mal nicht mehr im Weg. Die blinken auch ganz schön hier. Dann blinken die LKWs. Ich glaube, wir müssen rechts rüber, genau. Und jetzt fahren wir wieder mit 83 ganz normal weiter. Jetzt gerade waren es bloß ein bisschen schneller, dass wir die mal überholt haben. Weil das zum Beispiel nervt mich dann wieder, wenn sie das Fahren einfach nicht können und dann vor einen so, ja, langsam tuckern und dann auch noch ruckeln oder wegen dem schlechten Internet dann auch, wie gesagt, ruckeln und so weiter. Das stört mich dann schon wieder. Deswegen musste ich jetzt einfach gerade mal schnell überholen. So. Links halten, okay. Ja, wir fahren ja heute nach Winzen. Winzen ist auch neu hinzugefügt worden. Also, das ist wirklich eine neue Stadt. Seit der 1.48 gibt es jetzt Winzen. Genau, zuvor gab es noch keinen Winzen. Aber jetzt gibt es Winzen. Deswegen fahren wir da heute auch hin. Da war ich zwar schon mal im Singleplayer, aber
bei der zweiten Firma da hinten war ich noch nicht. Bei der ersten, und jetzt fahren wir heute zur zweiten. Und ja, dann sollte das auch von der Zeit her schön funktionieren. Jetzt gerade sehe ich bloß der Sprit. Wir sind schon auf Reserve, ich weiß gar nicht. Wir sind auf jeden Fall schon länger auf Reserve. Ich weiß bloß wieder nicht, wie ich umschalte. Ich glaube auf I, ja genau, auf I schalte ich um. Da ist noch 64 Liter. 199 Kilometer kommen wir noch. Heißt, wir sollten auf jeden Fall nach der heutigen Tour da mal tanken. Ich weiß gar nicht, ob es in Winzen eine Tankstelle gibt. Natürlich nicht. Gefühlt gibt es da gar keine Tankstelle mehr. Okay, muss ich mal schauen, dass wir den LKW irgendwie tanken. Weil 199 Kilometer können wir jetzt noch fahren. Jetzt gerade fahren wir noch. Brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. 20 Kilometer fahren wir jetzt noch. Ja, gut, ein Auftrag könnte gerade so noch gehen. Aber mehr dann auch wieder nicht. So. Dann düsen wir einmal nach Winzen. Ja, da fahren wir schon. Fahren auch schnell drüber. Da halten wir jetzt aber an. Ich glaube, die könnt aber gleich umschalten. Wenn wir so herrollen. Schaltet sie doch bestimmt. Natürlich nicht um. Nee, hat heute keine Lust oder so. Ja komm, Ampel, was ist denn los? Hä? Okay, die haben schon mal den Grünpfeil. Die Ampel ist ganz schön lange auf Rot. Jetzt, so lange Rotpausen gibt es in ETS auch ziemlich selten. Normalerweise schalten die Ampeln schneller um. Aber heute hatte sie anscheinend nicht wirklich Lust. Wir sind 60, dann fahren wir auch mal 60. Und dann fahren wir ganz entspannt dahinter. Ja gut. Da haben wir schon wieder eine grüne Ampel natürlich. Vielleicht schaltet die nächste auch noch um. Demnächst rechts abbiegen. Vielleicht. Rechts abbiegen auf jeden Fall schon mal. Biege nach rechts ab. Okay, da bleiben wir jetzt mal da stehen. Nicht, dass ein Zug kommt. Er nimmt uns sonst mit. Und jetzt ist die Ampel sowieso grün. So, dann hier einmal rum. Demnächst links ab. Dann hier links. Eieiei. Links, rechts, links, rechts. Hier einmal rum. Und dann, genau, sind wir das letzte Mal da reingefahren. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter. Ich glaube, im Prinzip ist das die gleiche Firma, also auch Feldbinder. Aber halt, ja, ein bisschen weiter hinten. Ein zweites Lager sozusagen. Also hier sollten wir auch mal 50 vielleicht fahren. So, 53 und dann passt es. Weil dann erkunden wir hier die Straße auch mal. Hier ist anscheinend aber gar nichts los. Naja. Muss ja nicht überall so viel los sein wie in Hamburg. Was ist denn das jetzt? Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Ja, immer geradeaus. Wo fahren wir denn jetzt hin? Biege nach rechts. Ah. Ich glaube, das ist das Tor. Eieiei. Einmal mit Profis. Wir müssen da rein. Natürlich. Das hätte uns das Navi auch ein bisschen eher sagen können. Fast hinten an. Fahren. Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Da irgendwie. Da steht auf jeden Fall ein anderer LKW. Ah, ich sehe schon. Da hinten. Müssen wir her. So, dann parken wir noch ein. Und dann war es das auch schon wieder für das heutige Video. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, war es jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Euch noch ein schönes restliches Wochenende. Eventuell auch ein schönes langes Wochenende.
für alle, die wo am Montag einen Brückentag haben und am Dienstag einen Feiertag. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ja, noch ein schönes restliches Wochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.